Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glocker Talk. Heute habe ich mir einen Mann eingeladen, der nicht nur den Unterschied von Dur und Moll hervorragend kennt, er kennt auch den Unterschied zwischen Frank Sinatra und Udo Jürgens und er kennt den Unterschied zwischen der Schweizer Armee Big Band und den Deutschen. Herzlich willkommen, Pepe Lernhardt. Hallo, grüß dich. Da wir uns schon längere Zeit kennen, glaube ich, können wir beim Du bleiben. Und ich darf Schweizerdeutsch reden, du verstehst. Genau, ich verstehe dich. Jetzt sagen wir doch mal, Pepe, wie kommt eigentlich einer aus Lenzburg, der Papa war Pendler, wie kommt der eigentlich zu Frank Sinatra? Ja, so ganz schnell ist das nicht gegangen und so ganz direkt ist der Weg nicht gewesen. Ich bin schon sehr lange schon Berufsmusiker und ich habe 2 Sommer lang in Monte Carlo gespielt, im Sporting Club, als Hausorchester. Und das war wirklich fantastisch für uns, weil die haben jedes Wochenende die haben die irgendwelche Weltstars dort. Also wirklich nur die grössten Harry Belafonte, Sammy Davis, Sarah Vaughan und halt eben auch 2-mal der Frank Sinatra. Und als Hausband sind wir automatisch dann Begleitorchester gewesen. Und wie kam der so, kam der locker reinmarschiert und sagte? Ja, stundlich locker. Ja, man hat eigentlich viel gehört, wie arrogant er sei, ja. Und mit seinen Bodyguards und weiss der Teufel was. Er hat Begleitpersonen gehabt, aber es ist also nicht so mafiamässig daherkommt. Was mich vor allem beeindruckt hat, der ist also, wir haben 3 Tage Probe gehabt, das ist also sehr seriös gemacht worden. Und er ist am ersten Tag von der ersten Probe, ist er vorher schon da gesessen, hat teilgenommen, hat kreativ auch eingegriffen und so. Und sehr kompetent. Also, ich habe ganz andere Sachen erlebt, wie viel weniger bekannte Sänger. Aber was stellt man sich da vor, was ist da Professionalität, dass der. Dass das er zählt genau natürlich nicht selber. Er hat seinen Musical Director dabei, er hat seinen Schlagzeuger dabei gehabt. Aber er hat schon im Gesamteindruck gesagt, ja, das sind Trombone sich jetzt laut und so. Da ist er schon, hat wirklich das Feeling für die Musik und es ist ihm sehr wichtig, dass das richtig klingt. Also er kann nicht einfach seinen Job machen, sein Geld abholen oder was immer. Und wie man das eben von gewissen anderen Leuten kennt. Nicht vom Udo, muss ich sagen. Ja. Udo, der ist auch ein super. Ist auch so ein Perfektionist. Absolut. Aber und ich glaube, alle die ganz Grossen sind es. Aber im Udo müsst ihr ja sogar als Pepe Lernhardt Probeverbot geben, weil er sonst sofort sich ans Klavier stürzt. Ja gut, das ist ja eigentlich ein positives Zeichen. Also, wenn man eine Tournee vorbereitet, das ist das nächste Jahr jetzt wieder, dann haben wir so gute Woche Probe vor der Tournee mit einem völlig neuen Programm und am ersten Tag darf der Udo nicht kommen. Weil er ist einfach so, klar, er tut das über 2 Jahre erarbeiten, die Ideen kommen von ihm und dann will er gar hören, wie es tönt. Und er kann nicht hinsitzen und zuhören, sondern er setzt sich gerade das Klavier und spielt mit. Und wir brauchen einfach einen Tag, um das alles zu faderschlagen, um zu schauen, ob die Anschmari also korrekt geschrieben sind, ob es keine Kopierfehler drin hat und so. Und dann muss er in Ruhe machen können. Und dann kommt er also Hausverbot über. Den ersten Tag darf er nicht kommen. Und auf den zweiten Tag ist er natürlich voll dabei. Also apropos nicht Hausverbot, aber begonnen hast du ja eigentlich ganz brav mit der Blockflöte. Ja klar, das finde ich nach wie vor gut. Am Anfang als kleines Kind. Aber dann war ich einfach angefressen, immer auf Musik. Aber dann warst du der Erste, der sofort mit der Blockflöte die Band gegründet hat. Ja, ja, schon. In der Schule so kleine Konzerte gegeben und relativ früh, von damaligen Zeiten. Mit 11 habe ich mein erstes Saxophon bekommen und dann haben wir sehr schnell eine richtige Band gemacht. Ja, aber da gab es ja noch keine Noten damals in der Schweiz. Also von den Stücken, die du spielen wolltest, also ja, Quincy Jones, Count Basie, also, die Großen. Habe ich alles selber geschrieben, ja, damals. Heute schreibe ich praktisch nicht mehr, aber da habe ich alle Noten selber. Man hätte das nicht können kaufen, ich meine, heute kann man das auch sehr viel. Hast du das gehört und dann? Ja, ja, so mehr oder weniger habe ich das raus. Also Tag und Nacht bin ich Notenschreiber und meistens eine Partitur daheim gemacht und in der Schule habe ich dann so unter der Bank habe ich dann Noten kopiert. In den Fächern, die nicht so wichtig waren, so in der Geografie und Geschichte und so, habe ich meine Einzelstimme rausgeschrieben. Ja, die können einem Kopist geben, der ein professioneller Kopist oder so schreibt. Ja, das Geld für das habe ich halt alles selbst gemacht. Mit 17 hattest du schon deine eigene Big Band? Ja, mit 17 ist dann losgegangen. Dann also Amateur-Big Band natürlich. Dann haben wir in Zürich am Jazz-Festival gespielt. Und da warst du zum ersten Mal schon sogar als Titelhedge bei der Schweizer Illustrierten? Ja, mit 17 war ich das erste Mal auf der Schweizer Illustrierten. Ja. Und wie ging es dann eigentlich so weiter? Ja, ich habe sehr intensiv als Hobby Musik gemacht, aber eigentlich nicht im Sinn gehabt, Berufsmusiker zu werden. Du musstest ja Jura studieren. Ja, müssen, aber ich habe es eigentlich auch wollen. Ich habe es auch studieren müssen, also ich weiß, ich kenne das los. Ich habe das gar nicht so in Frage gestellt. Eigentlich, man hat einfach Gymnasium gemacht, also Kantonsschule im Aargau. Und die Eltern haben erwartet, dass ich Matur mache, dass ich auch studiere. Und das hat man so in dem Sinn gar nicht in Frage gestellt. Und sie haben mein Hobby sehr unterstützt. Und mein Vater war ein konservativer Typ. Er hat gesagt, ja, Musiker sind alles so ein bisschen Zigeuner. Stimmt ja auch, auf eine Art. Und wie ist jetzt die neue Tournee? Heavier, anderer Groove? Nein, also wir haben das Thema gehabt, The Swing Must Go On. Ja. Und jetzt haben wir quasi die Fortsetzung davon. Wir waren ein bisschen vor dem Trend damals. Und jetzt ist Robbie Williams gekommen. Ja. Sehr zu unserem Wohl. Apropos Robbie Williams. Ich meine, als der Robbie Williams sich
erinnert hat, dass es Frank Sinatra gibt, ja, war ja plötzlich die ganze Jugend sagte, ja mein Gott, der singt ja neue tolle Songs. Ja, ja, das ist also gut, man hat es schon als Nostalgie verkauft, als Tribute, ja, zu den grossen alten Stars, aber die Jungen haben einfach Zugang gefunden. Also ich erlebe das an meinen eigenen Töchtern, mhm, die sind jetzt 12 und 14. Und Robbie Williams, da stehen die natürlich drauf, von Take That, ja, her und auch von seinen anderen Projekten nachher. Und wo der Swing macht, jetzt ist plötzlich ist das auch so für Kids interessant geworden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben ein Video anschaue vom Sinatra, sage ich, ja, das ist ein Song von Robbie Williams. Ich sage, ja, Moment, Moment. Also das Original ist Frank Sinatra und Robbie Williams. Aber sie haben einen Zugang gefunden und jetzt haben sie auch diesen Sachen einfach mehr Freude. Und er hat irgendwie eine Türen aufgemacht, die das eigentlich sehr wichtig gefunden. Es hat auch viele Jazzmusiker gefunden, haben, die muss sich jetzt an dem noch vergreifen. Ja. Ich finde, erstens hat er das sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, hervorragend. Ist sehr, also erstaunlich gut. Und er hat einfach sehr viel bewegt. Er hat vielen Jungen den Weg zu der Musik aus den 30er und 40er Jahren aufgetan. Und wir profitieren von dem. Und darum machen wir jetzt eben auch das Motto «And the swing goes on». Und was kann ich mir jetzt bei der Tournee, bei den, die du jetzt demnächst startest im Dezember, was kann ich mir da erwarten? Wer kommt da? Wer singt zum Beispiel? Ja, wieder? Also ich habe in meiner Band, die ich jetzt habe, ja, eine Sängerin, Amerikanerin, ja, sehr gute, aber das ist mehr Pop, so eine Soul-Sängerin. Ja. Und darum habe ich meine erste Sängerin wieder geholt, das ist die Sonja Kimmens, die, ja, in den 80er Jahren in meiner Band gesungen hat. Fantastische Jazz-Sängerin, sie lebt, seit sie bei uns weg ist, wieder in Los Angeles und sie kommt die Tournee mitmachen. Und ich freue mich wahnsinnig. So, also alle, die sie kennen, freuen sich, ja, weil sie, ja, wirklich, ja, eine super Persönlichkeit und eine super Sängerin. Und auch der Pino, mein langjähriger, ja, Sänger, wird mitsingen. Und dann habe ich einen neuen, jungen Sänger, Ken Stettler, ein Kanadier, wo jetzt in meiner Band auch singt und sehr guter Jazzsänger ist. Und, aber du hast einen Tiroler am Klavier? Ein Tiroler am Klavier, ja, das ist der neueste Mal jetzt. Wenn, wie kommt man auf einen Tiroler am Klavier? Ja gut, vor allem, weil er gut spielt, aber der George Walter, der, ja, mir seit dem Anfang gespielt hat, also wir sind schon vor 4 Jahren in die Kante gegangen, die gleiche Klasse, und er ist seit dem 69 in meiner Profiband dabei. Er hat Ende letztes Jahr aufgehört. Ja. Ist ausgewandert nach, okay, Thailand und es war eigentlich noch schwer, einen Pianist zu finden. Erstens muss er bei uns super Noten, ja, lesen können, weil wir sehr oft Künstler begleiten. Quasi am Nachmittag ist Probe zu oben, live im, ja, TV, und dann kann man nicht noch nach Hause üben. Und, ja, und das war die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung, ich musste eigentlich einen deutschsprachigen Pianist, ja, nehmen. Also irgendein Ami, egal wie gut, ja, hat mir nichts genützt, weil doch gut die Hälfte von unserer Arbeit ist mit dem Mutter Jürgens. Ja, und der steht ja mitten im Stück dann auch. Ja, Udo ist halt ist ein Entertainer, er singt, spielt Klavier, aber wenn halt jemand mit Blumen kommt, dann steht er rum und geht die Blumen abholen, was auch selbstverständlich, ja, und anständig ist. Und dann muss ein Pianist blitzartig können erfassen und muss es übernehmen. Und jetzt ein Ami oder so, ein Supermusiker, der zwar riesige Ohren hat, aber der nicht Deutsch kann, der weiß ja gar nicht, wo er steckt und kann das gar nicht so drauf eingehen. Udo nimmt sich auch viel Freiheit musikalisch, manchmal singt er eben so ohne Rhythmus, ja, frei. Und wenn man den Text nicht, also das wäre eine Hölle für einen Musiker. Darum war es eigentlich fast voraussetzend, dass er deutschsprachig ist. Und da war es dann schon schwierig, war schon eine Einschränkung. Und kanntest du eigentlich noch den ganz alten Teddy Staufer? Ich habe ihn noch einmal persönlich kennengelernt. Ja, war das eigentlich eher ein Lebemann oder wirklich ein guter Musiker? Das kann ich so nicht beurteilen. Und ich habe ihn kennengelernt, als er wirklich in seinem letzten Jahr und, ja, ist in Zürich gewesen. Wir sind zusammen auf Gas gegangen übrigens. Ja. In der Kronhalle war am Tisch nebenan gewesen, und er war mit noch älteren Leuten zusammen gewesen, die high-end wollen, ja, und dann etwas wollen erleben. Und die haben uns bekannt gemacht, ja, und er hat schon irgendwie gehört von mir. Ja. Und dann sind wir zusammen auf Gast durch die Häuser gegangen. Es war so glatt. Es war wirklich so für mich ein spezielles Erlebnis. Aber Musik haben wir nicht gross geredet, ehrlich aber gesagt. Da habt ihr nicht gross geredet, aber du hast dem Teddy Staufer damals ein richtiges Mädchen gewidmet bei deiner letzten Tournee. Auf jeden Fall. Jetzt wäre ja alles viel einfacher beim Baby Leonhard, wenn nicht auch die Armee dazwischen käme. Du hast ja... Das ist keine Komplikation, ehrlich gesagt. Nicht? Nein, das geht gut, das geht gut. Die berühmte Schweizer Armee Big Band. Wie ist, ja, die entstanden? Weil der Kaspar Villiger, unser Bundesrat, selbst ein guter Jazz-Trompeter ist. Ja. Ja, ich denke nicht, das ist der Grund. Ich meine, es hat eine Armeereform gegeben, 1995. Ja. Und da ist einfach die Idee entstanden, dass wir auch in der Schweiz eine Big Band haben, wie es die Amerikaner sowieso seit Jahren haben. Und auch in Deutschland gibt es die Bundeswehr Big Band schon seit 30 Jahren. Und ich habe in diesem Jahr gerade abgegeben, 95. Ja. Also ich bin fertig im Auszug, altersmässig, und habe abgegeben. Und dann bin ich angefragt worden, ob ich mich das würde reizen, so eine Army Big Band aufbauen und leiten. Mal ehrlich, gibt es denn eigentlich in der Schweiz so viele Musiker, die zum Militär müssen und die, ja, die verhältnismäßig, also ich sage jetzt mal, den Fliegendreck noch vom Notenblatt spielen können? Ja, also
ich muss zugeben, dass ich eigentlich überrascht war, wie gut das Niveau ist in der Schweiz. Und ich habe einfach ein bisschen altersmässig den Kontakt verloren. Also ich habe viele deutsche Musiker in meiner Band. Früher hatte ich viele Amerikaner und jetzt eigentlich seit langem viele Deutsche. Und wenn halt einer ausscheidet, kommt quasi ein anderer Deutscher nachher. Die bringen einen Kollegen, der gut ist, der ihnen auch passt. Und das ist auch richtig, dass es menschlich geht. Und da habe ich fast den Kontakt zu der Schweizer Basis verloren gehabt. Und ich habe den Job angenommen, das hat interessant tönt. Aber wie gut die Musiker sind, die sind kein Vorspieler, bin ich also positiv überrascht gewesen. Heute sagst du, das ist eine richtige Hammerband. Ja, absolut. Da stehe ich voll dahinter. Das ist eine richtig gute Profiband. Und ich meine, das hängt natürlich zusammen mit den vielen Jazzschulen, die es in der Schweiz gibt. Die können heute einfach auf moderner Musik eine Ausbildung machen. Wie früher eigentlich nur Klassiker können machen, kann man heute auf Jazz machen. Und die Leute sind 20, wenn sie aus der Schule rauskommen und sind präpariert. Die können perfekt Noten lesen, können improvisieren über alle Tunes und über alle Chords. Und aber sag mal, du hast jetzt überall gespielt. Du hast mit dem Sextett wahnsinnig Erfolg gehabt. Mit dem Udo auf Tournee gewesen, alles. Ich weiß, du lebst auf dem Bauernhof. Stinkt es dir nicht irgendwann und sagst, na, jetzt bleibe ich zu Hause in meinen Gummistiefeln, bei meinen Vögeln, raus. Ich mach das wahnsinnig gern und das wäre ein super Ausgleich. Aber meine grosse Liebe ist Musik und mir stinkt es überhaupt nicht spielen. Was höchstens das Problem ist, wenn ich merke, dass ich daheim nicht ohne kann, am Bauernhof, wenn das leidet darunter, dann habe ich ein Problem. Aber Musik zu machen, habe ich nie ein Problem. Also am liebsten jeden Tag ein Konzert. Das ist für mich überhaupt kein Stress. Und auch mit verschiedenen Orchestern, das ist spannend. Und, jetzt und wenn ich zu dir sagen würde, du müsstest jetzt bis 68 noch weiterarbeiten, wäre das auch kein ich Problem. Ich hoffe, dass ich das kann. Also ich gehe davon aus, dass ich das mache, ja. Die Musiker werden ja verhältnismäßig sehr alt. Wirklich gute. Also mit dem Orchester wären sie immer jünger, aber ich glaube, Musiker, die gehen sehr früh auf, oder dann wären sie uralt. Ja, das ist ja so. So zwischendurch gibt es nicht. Nicht, gibt nicht. Wenn einer Musiker ist mit Leib und Seele, der bleibt bis 80. Ja, das ist, ich glaube schon, ein Lebenselixier. Es ist viel Spass dabei. Wieder. Auch wenn es hart ist und ich meine, ich persönlich leide jetzt nicht unter dem Umreisen und Hotels und so. Unter dem leide ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, da habe ich den Plausch dran. Weil du wieder zurückgehen kannst auf deinen Bauernhof. Ja, das sowieso. Und mir macht es Spass, in die schönen Hotels zu gehen. Und man kennt die Leute nach den vielen Jahren, wo wir unterwegs Übst sind. Übst du eigentlich noch? Eben nicht. Ich sollte, aber ich übe viel zu wenig. Also ganz, ganz selten, weil ich einfach nicht dazukommen. Und ich hätte es absolut nötig. Also, echt? Gott sei Dank habe ich tolle junge Musiker, die spielen mir eh schon längst um die Ohren. Also, das ist ja nicht meine Funktion, da wahnsinnig spielen. Das machen die Jungen für mich schon. Aber ich bin der Leiter, ich muss den Laden zusammenheben, ich gebe die Ideen und alles. Aber heute habe ich wirklich junge Musiker da. Aber wenn du, schon lange nicht mehr mit. Wenn du einen Traum hast, so jemanden zu begleiten, wer wäre denn noch, wo du sagen würdest, das wäre es jetzt? Ja, also, fällt mir eigentlich keiner mit der Wohnbüchse, wenn man so schön sagt. Gut, Liza Minnelli zum Beispiel habe ich noch nie gespielt. Aber das ändert ja nichts. Das ist einfach, ich hoffe einfach, dass ich weiterhin auf einem guten Niveau kann spielen kann, mit interessanten Leuten zusammen kann spielen, dass der Rudo noch lange singt, weil mit dem macht es wirklich irrsinnig Spass, die Tournee. Aber man kann nicht sagen, mit dem Sinatra und Sammy Davis habe ich schon, mit dem, weiß nicht, dem und dem habe ich noch nicht. Also mit den meisten haben wir gespielt. Gibt es da jemanden, der sagt, nein, da spiele ich nicht? Nein, eigentlich nicht. Hätte ich keine Schmerz gehabt. Irgendwelche rechtsradikalen Texte würde ich wahrscheinlich nicht begleiten. Ja. Das glaube ich auch. Aber sonst, jetzt von Künstlern, dass man es einem auf die Nerven gibt. Oder, ich würde jetzt keinen sagen, mit dem würde ich jetzt nie spielen. Also, keinen Feind oder einen, den ich hasse. Oder so. Jetzt habe ich mir noch mit guten Musikern einfach. Jetzt haben wir noch ein Stück rausgesucht und da muss ich dir einfach was fragen dazu. Und zwar, das ist von Marilyn Monroe. Der Titel heißt I Wanna Be Loved By You. Bevor wir uns den anhören, den Titel, du hast ja eine ganz große Liebe. Die sind nicht nur die Vierbeiner, deine Hunde und deine vier Katzen, sondern deine beiden Töchter. Das ist auch die absolute Priorität, das muss ich auch sagen. Das ist die Priorität. Das ist meine Priorität. Das ist auch wichtiger als Musik, das ist ja klar. Die Verantwortung übernehmen, wenn man Kinder hat. Und die nehme ich auch wahr und nehme sie sehr gerne wahr. Ich habe viel Spass mit meinen Töchtern. Und es ist aber spannend. Schaffst du denn das alles? Ich möchte die Kinder nicht alleine ziehen. Sie sind die größte Teile meiner Ex-Frau. Aber doch, wenn ich es irgendwie schaffe, sind es 2 bis 3 Tage pro Woche bei mir. Die haben mir übernachtet und ich darf sie kochen und alles. Und das du hast mir erzählt, dass du erst mit 52 Jahren zum allerersten Mal einen Staubsauger in der Hand gehabt hat. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich ein Schande, aber das ist wahr. Und ich habe das erste Mal eine Wäsche gemacht und ich habe das erste Mal gekocht. Also ich habe noch nie ein Spiegel gemacht und nicht vorher. Und ich muss sagen, es war eine interessante Erfahrung, eine gute. Kann ich jedem mal empfehlen. Und was das noch nicht gemacht hat bis jetzt. So, und jetzt, weil ich war ja lange genug alleinerziehender Vater, da lernt man sowas. Und jetzt kannst du das alles.
Ja, jetzt kann ich. Also Koch bin ich kein Grosser. Im Essen bin ich nach wie vor sehr viel besser als im Kochen. Aber ich kann so normale Essen, gesunde Essen machen für Kinder. Und ich tue das auch zelebrieren mit den Kindern. Aber du bist jetzt auch ein Typ, letztlich wohnst du ja doch irgendwo auch allein. Du bist ja für die Damenwelt nicht ganz uninteressant. Das kann ich selber nicht beurteilen. Ich hoffe es nicht. Gibt es da irgendwelche neue Wasserstandsmeldungen? Ja, du bist natürlich immer am Bohren. Das kennt man nicht, das ist ja klar. Aber über das möchte ich nicht unbedingt reden. Das ist mein Privatleben und das sind mir auch viel wert. Die Pepe, die neue Tournee, was hat die ganz anders als die alte? Die hat nicht ganz anders. Wir machen es wenig. Ich hoffe, dass es eine bessere Band ist. Also, ich kann ja davon ausgehen. Ich habe fantastische Musiker. Ich habe ja, meine Band sind 14 Leute. Das ist keine richtige Big Band. Meine Band, die ich das ganze Jahr habe, mit dem Mutter arbeite, das ist ein grosses Poporchester, könnte man sagen. Ja. Eine grosse Unterhaltungsband mit 14 Leuten, mit 6 Bläsern. Also nicht die typische Big Band-Besetzung. Ja. Und für die Tournee habe ich natürlich die Band aufgestockt. Das haben richtig 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Sax. Und ich habe wirklich tolle Musiker dazu geholt. Also aus Deutschland, aus Amerika, aus Holland ist ein super Tenorist dabei. Ganz eine attraktive Besetzung. Und es gibt sicher die bessere Band. Also mein, 94 K. Also wir können ja Gott sei Dank dabei sein, wie ihr das aufnehmt, live für die CD. Und welche Stücke, auf welche Stücke kann ich mich besonders freuen? Oder wir alle? Also richtig festlegen wollte ich mich noch nicht, weil ich einfach relativ viele Nummern jetzt, also habe geschrieben. Ja, das neue Anschmal geschrieben. Und wir machen ein populäres Programm. Weil das, da muss ich auch ehrlich sein, mir selber, wenn ich jetzt ein Big Band, ein Swing-Tournee mache, können wir nicht unbedingt zwingend Leute, die jetzt ins Moods gehen zu mir. Ja. Ich wäre schön, wenn sie kämen, aber es kommen sicher viele Leute, die mich kennen von der Unterhaltungsmusik her, die vielleicht Fans von der Swiss Lady sind und so. Und da kann ich jetzt nicht ein ausgeklipptes Jazzprogramm machen. Ich höre daheim sehr modernen Jazz, konzertanten Jazz. Und ich hatte das immer als Credo für mich persönlich, dass ich Musik mache für die Leute, die kommen. Ja. Also nicht, das für mich, toll. Aber das macht mir auch Spass. Also, man kann das auch negativ sehen, die sagen, der passt sich immer an, der will immer beliebt sein oder populär sein, aber das ist einfach meine Art, wenn ich Musik mache. Ich will die Leute unterhalten, ich fühle eine Verantwortung, die haben einen Eintrittshalt, die haben eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn ich jetzt ganz ein extremes, ausgeklipptes Jazzprogramm mache, wären die Leute, die bei mir kommen, sicher enttäuscht. Also, wir freuen uns alle. Sie machen ein populäres Programm mit bekannten Swing-Melodien. Wir freuen uns alle, dass du endlich wieder eine Schweiz-Tournee machst, dass du endlich wieder das machst, was dir eigentlich auch, ich sehe es deinen blauen Augen an, einfach. Ich freue mich. Und dich unheimlich freust drauf. Swing, Swing, Swing. Und ich sehe heute schon, dass Jung und Alt da sitzen und eigentlich ihre Knie nicht ruhig halten können, sondern entweder mit swingen oder mit wippen. Und das hoffe ist, ich schwer, ja. Und, also davon bin ich überzeugt. Pepe, ich wünsche dir zur Tournee alles Gute, wünsche dir auf deinem Bauernhof alles Gute und wünsche dir alles, was auch Marilyn Monroe gesagt hat, I want to be loved by you. Pepe, das Beste für dich und für deine Töchter und dass deine Töchter vielleicht doch wieder Musikstunden nehmen. Ich hoffe schon, ja. Vielen Dank, Pepe Lienhardt.